Ich hatte heute das Vergnügen, im Kino zu sein, eine Pressevorführung zu genießen und mir endlich den Joker anzugucken. Das ist der Film des Jahres, auf den ich gewartet habe, und ich muss nach dem Film direkt sagen, es ist mein Film des Jahres. Ich weiß nicht, was danach kommen soll. Jetzt mögen einige sagen Star Wars, aber der letzte Teil war schon so lala, und das ist schon relativ nett ausgedrückt von mir. Von daher würde ich sagen, der Joker bleibt es. Ich lehne mich aus dem Fenster. Warum das so ist und wie meine Erwartungen waren und ob sie erfüllt wurden, das könnt ihr jetzt sehen. Ich konnte mir den Joker also vorher angucken und die Frage, wurden meine Erwartungen erfüllt? Ist der Film so großartig, wie alle sagen? Ist der Hype begründet? Ja, definitiv. Also springt auf den Hype-Train und freut euch auf den Film. Guckt euch den Film unbedingt an. Denn wie zu erwarten war, ist dieser Mann, Joaquin Phoenix, einfach phänomenal. Wenn er dafür keinen Oscar kriegt, dann weiß ich auch nicht. Mindestens eine Nominierung, aber ich wüsste nicht, wer sonst noch in Frage käme. Wenn ich kurz überlege, Leonardo DiCaprio vielleicht in Once Upon a Time, aber auch da muss ich sagen, sorry Leo, Joaquin Phoenix war definitiv besser. Und also alleine deshalb, guckt euch diesen Film bitte an. Du gehst in diesen Film und die ersten Minuten ziehen dich direkt in den Bann und ziehen dich direkt ganz weit runter in den emotionalen Keller. Der vermittelt so eine harte Depression. Du fieberst einfach mit Arthur mit, denn wie wir alle wissen, ist Joker ja Arthur Fleck. Und Joaquin Phoenix verkörpert diesen, ja, man weiß es gar nicht so genau, diesen gebrochenen Mann, diesen an das Gute im Menschen glaubenden Mann, doch verrückt sein, aber wahnsinnig. Das ist so der Joker, davon lebt der Mythos Joker, ja. Was für einen emotionalen Zustand hat er, wann rastet er aus und wo kommt er überhaupt her? Das alles verkörpert Joaquin Phoenix in dieser Figur. Und da kommen wir vielleicht gerade zu einer Kernproblematik, die einige meiner Pressekollegen gesehen haben. Der Joker lebe davon, dass er ein Mythos ist und man nicht wisse, wo er herkommt. Joaquin Phoenix bzw. der Film zeigt jetzt auf, woher kommt der Joker? Warum ist der Joker so, wie er ist? Und ja, der Mythos wird quasi in dem Film genommen, weil die Geschichte erzählt wird. Allerdings muss auch gesagt werden, es ist eine Form des Jokers. Joaquin Phoenix kann definitiv neben Heath Ledger stehen und er kann auch definitiv neben Jack Nicholson stehen. Für mich gibt es diese drei Joker. Es gibt Jack Nicholson, es gibt Joaquin Phoenix und es gibt, wen habe ich jetzt vergessen, Heath Ledger. Das sind die drei großartigen Joker in unserer Zeit. Bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. So awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Hey,
send in the clowns. Wanna move my feet? Wanna do my one? Wanna move my feet? Wanna do my one? Wanna move my feet? Wanna do my one? Wanna move my feet?